Hallo zurück bei dem zweiten Teil oder dem zweiten Tutorial und es geht diesmal um Sehen. Beim ersten Mal habe ich ja nicht so gut abgeschnitten. Was haben wir denn diesmal wieder? Sehmaschine mit V senken und mit B aktivieren. Da muss ich mal schauen, dass ich dran denke. Und natürlich wollen wir nicht doppelt sehen. Das ist ja einfach Ressourcenverschwendung. 12 Minuten habe ich diesmal Zeit. Mal schauen, ob ich das schaffe und diesmal eine Medaille kriege. Vorher war das ja noch nicht so gut. So, und wie immer erstmal einsteigen. Und rückwärts fahren und ankoppeln. So, mit V runter. Ich drücke mal gleich die 1 für die Automatik. Und los. So, wie sieht denn das diesmal aus? Dann wird aus diesem hässlichen Grau. So ein, wie soll man das sagen, beige. So, jetzt muss man wahrscheinlich, ich heb das erstmal an. Sonst mache ich mir noch die Sehmaschinen kaputt, wenn ich da über Asphalt fahre. Was ist denn das für ein I? Aber das werde ich ja gleich anfahren, dann werde ich es ja sehen. Wieder senken und B. Ja, das ist schon viel souveräner, wenn man bedenkt, wie ich vorgeflügt habe. Hier habe ich zu früh aufgehört. Aber die Mission ist sehr spendabel. Also ich denke, der Fleck wird mir am Schluss nicht fehlen. V runter, starten. Und mit B anfangen. Halt, halt, halt. V runter. Starten. Und mit B anfangen. Sehmaschine anschalten. B. Ja, jetzt hat das. Okay, und wieder die Automatik. So, ein bisschen weg vom Rand und dann klappt das auch. Da brauchen wir gar nicht zu überlappen. B wieder ausschalten. Auto vorbeilassen. Und zur nächsten Runde. Ich lasse mal die Maschine unten. Ich hoffe, das macht ja nichts aus. Automatik starten und wieder B drücken. So, Saatgut nachfüllen. So, ich hoffe doch, dass ich das jetzt hier nicht machen muss. Ne, ich habe noch 96% Saatgut in dieser Maschine. Hat er mir schon Angst gemacht. Ah, ich kann zu diesen Silos und das zweite von links ist Mais und wir haben ja momentan Mais drin. So, fangen wir mit der 1 an und B gedrückt. So, wir können ein bisschen mehr nach links. Ja, das haut hin. Nicht zu weit. Wieder B und drehen. Und wieder 1 für die Automatik und da kommt 1 und wieder B. Stopp, stopp, stopp. B. Ja, hat's wieder.
Es wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob ich mit dieser Taktik meine 12 Minuten schaffe, dass ich zumindest mal wieder die Bronzemedaille kriege. Na komm, mach schon. Wieso habe ich denn hier den Fleck? Den kann ich mir gar nicht erklären. Aber soeben haben wir die 50% erreicht. Ah, das mit dem Tempomat ist gar nicht schlecht. Hätte ich mir beim Pflügen auch besser mal angewöhnen müssen. Dann hätten wir nicht so jämmerlich versagt, oder besser gesagt, ich hätte nicht so jämmerlich versagt. Da haben sich ja die ganzen Bauerkollegen bestimmt lustig gemacht über mich, wenn die hier vorbeigefahren sind. So, was haben wir denn? 64%. Ja, es wird ja langsam. Ich bin schon ganz neugierig, was das zweite I von mir will. Das hupst ja so munter in der Gegend rum. Ein bisschen zu früh das B, die B-Taste gedrückt. Aber man will ja nicht den Weg mit besamen. So, das müssten noch 80% da geben bis zum Schluss. Ja, nicht ganz. Komm, I, sag mir's. Okay, Weizen, Gerste, Raps, Mais und Gras. Okay, habe ich jetzt auf B gedrückt? Nein, natürlich nicht. Das teure Saatgut einfach auf dem Feld verschwendet. So, ich denke noch zwei Durchgänge und dann haben wir das geschafft hier. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das innerhalb von 12 Minuten geschafft habe. Aber es scheint ja keine Jahreszeiten zu geben in dem Spiel. Nee, was habe ich jetzt? Eins? Habe ich jetzt B gedrückt oder nicht? Weiß gar nicht. Weil ich kann ja anpflanzen, was ich möchte. Und normalerweise kann man ja wahrscheinlich nur die entsprechende Saat zu gewissen Zeiten rausbringen. Das ist aber in dem Spiel nicht notwendig. Ja, Mission erfüllt. Das ist doch mal gut. So, um uns ein bisschen von der Feldarbeit zu erholen,
kommt zwischendrin noch eine andere Mission. Also wir sehen uns nächstes Mal, wenn ihr wollt, bei dem Steinschlag. Bis dann.